Lala. Machen wir hier mal eine Leuchtspur zum Zombie-Spawner. So. Und hier ist der Ausgang nicht. Wo war der denn jetzt nochmal? Ah, hier drüben war er. Auch nicht. Ah, hier war er. So. Das ist hier der Spawner. Muss ich mal gucken, wie hoch das dann geht. So, und jetzt haben wir hier eigentlich auch schon alles an Ressourcen rausgeklatscht. Jetzt schaue ich nochmal hier runter. Hier war ja noch was. Generell in der Schlucht. Die Schlucht habe ich noch gar nicht angefasst. Wo geht's denn hier hin? Oh, hier ist Kohle. Hier sind wir jetzt wieder. Aber das, wo Lava war. Stimmt, jetzt könnte ich Pferde holen. Pferde habe ich nämlich auch schon gefunden, tatsächlich. So, hier ging es tiefer. Ja, gut. Hier sind wir. Hallo. Das war genial. Oh, da oben geht's noch weiter. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich denke, da dürften die Monster auch hergekommen sein. Der Gang war jetzt wenig effektiv. Jo, ah, da oben geht's auch noch weiter. Ist hier viel Kohle. Nehmen wir alles mit. Irgendwann, ja. Irgendwann wird alle Kohle auf der Welt verschwunden sein. Genauso wie alles Erdöl. Und dann sind wir richtig gut dabei, weil wir richtig viel Kohle auf der hohen Kante haben. Ich glaube, in Minecraft wird das mit Holzkohle eh nicht passieren. Und ansonsten, es gibt immer noch Lava im Nether. Ich glaube, das kann man aber ungefähr so vergleichen, so mit Kohle und Öl, ne? Scheinbar unendliche Ressourcen, die aber in absehbarer Zeit immer aufwendiger zu beschaffen sind. Es immer weiter weg wandert das Ganze. So, und jetzt sind wir hier. Wieder eine Rundreise. Finde ich aber ehrlich gesagt gut, dass die Höhlen nicht mehr jetzt hier gerade sich in das Unendliche erweitern. So hat es zumindest irgendwann in absehbarer Zeit mal ein Ende. Außer wir gehen wieder in die Mine runter. Dann nicht. aber das habe ich jetzt auch nicht unbedingt vor, tatsächlich. So, ein Zombie ist auch wieder am Start hier. Das ist aber nicht schlimm. Zombies dürfen am Start sein. Jo. Jetzt haben wir noch 34 Kohle. So, und das ist das, wo wir gerade ankamen, genau. Gut, ich habe jetzt eigentlich mit mehr Kohle gerechnet hier in dem Eck, aber das ist jetzt auch nicht weiter tragisch. So. Wo geht's eigentlich hier hin? Angeblich raus. Mensch. Ja, das ist wieder die Rundreise hier, ne? Aber wo ist der Slime, ist die Frage.
meine, hier ist warum auch immer noch Eisen. Wo sind wir? Hier ist nochmal Eisen. Oh, hier ist noch unerforscht. Allerdings maximal 2 Fackeln lang. Können wir sogar wieder hier. Und das Gute ist, dass wir zumindest immer am selben Endpunkt wieder rauskommen. Da kann man sich eigentlich wirklich verlaufen. Autsch. So. Wo ist das denn jetzt hier? Das ist eine der großen Rundreisen, oder? Ja, scheint so. Ah, ja genau, wir kommen einfach genau da an, wo wir hergekommen sind. Das ist ein gutes Konzept. Gut, ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht wieder, wie man von hier... Da müssten die Fackeln immer links sein. Ah, hier geht's runter. Hier geht es runter an den Ort, wo wir von hoch sind. Ja. Genau hier war das. Gut, haben wir das zumindest auch wieder gefunden. Wissen wir, wo wir das nächste Mal super weitermachen können. Wie viel Platz für Kohleblöcke haben wir noch? Ach, noch viel. Alles zubi. Alles zubi hier. So. Die Workbench beim Zombie-Spawner vergessen war. Oh Gott, und wir haben noch eine Eisenspitzhacke auch noch. Stark. Dann müssen wir noch die hier. Also, wo haben wir die denn jetzt auf? Was? Warum geht die Höhle hier noch weiter? Oh nein. Das wird... Was? Wir sind jetzt unten am Eingang in die Mine. Alles klar. Das wird mir alles einfach zu kompliziert jetzt allmählich. Wow. Ja, nee, danke. Ich hau jetzt allmählich ab hier. Also tut mir leid, irgendwann muss es auch mal reichen. Ja. Das ist jetzt einfach viel zu viel schon eskaliert. Oh, Kohle.
Jetzt können die mir neue Fackeln machen. Aber ich habe allmählich auch wirklich keinen Platz mehr im Inventar, also wirklich gar keinen mehr. Es wird nicht mehr. Es wird einfach nicht mehr Platz, Alter. Ich kann nichts mehr tun. Wir haben jetzt schon. Was, wir haben schon einen halben Stack. Wir haben einfach einen halben Stack Schwarzpulver gesammelt hier unten in der Mine. Das ist echt zu viel. So, links müssen die Fackeln sein. Oh, da ist noch mehr Kohle. Nehmen wir alles mit. Haben wir alles Platz für? Jawohl. So ist das gut. Ich frage mich, ob der Zombie-Spawner schon in der Wüste ist. Das wäre mal interessant eigentlich. Jetzt haben wir trotz dieser riesen Mine mit 10 Kisten, die ich abgebaut habe, jetzt allein schon. Haben wir mehr normale Spawner als Höhlenspinnen-Spawner gefunden. Ich glaube, das ist eigentlich. Was? Die sind jetzt hier? Wir sind wieder am Spinnspawn angekommen. Was? Also, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Hi! Ach genau, wir hätten hier hochgemusst, klar. Ich bin immer tiefer reingekommen, eigentlich. So. Da sind wir wieder. Hallo Welt, wir sind wieder zurück. Jetzt müssen wir nur hier hoch. Und dann Kohle. Hier so lang, glaube ich. Ah, die Kohle nehmen wir noch schnell mit. So. Gut, dass der Kohleblöcke freut sich. Wir haben wieder 7 Kohleblöcke mehr. So. Und dann hier hoch. Jetzt sind wir am Zombie-Spawner-Gang. Können endlich unsere Heimreise antreten. Welch Wunder. Ich muss dazu sagen, dieser Gang, den musste ich selber reingraben. Ich habe noch ein Monster gehört und habe ich da auf Verdacht reingegraben. Und dann war da auch was. Am Anfang war ich nur, habe ich mich hier reingegraben. Oh, ein großer Loot. Und ich weiß halt jetzt nur nicht, ob der Zombie-Spawner. Müsste wahrscheinlich hier in der Wüste sein. Können wir eine Art Wüstentempel reinbauen? Mit Zombie-Spawn und EP-Farm da drin. Das wäre eigentlich ein. Etwas, das mir gefallen würde. Und jetzt weiß ich auch gar nicht, ob ich euch in größerem Detailreichtum bereits die Höhe in das Häusele gezeigt habe. Da ist es. Das beste Haus der Welt. Mein gut, ich muss das Turm doch noch optimieren. Aber an sich finde ich das echt ganz cool.